Dann knallte Knut Knupinski den Hörer auf. »Ich soll doch nichts Süßes«, klagte Gertrud, die erneut von ihrem Gatten unterbrochen wurde. Minnie hörte genau, was er sagte. »Überhaupt, was bildet sich diese Person ein? Ich werde der Sache morgen auf den Grund gehen. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher, und du bist es auch nicht, Gertrud.« »Aber was sagen wir, warum wir nicht runtergehen? Sonst sind wir immer...« »Wir sagen einfach, dass wir uns dafür schämen, dass du dich an jedem Abend vor den Augen der anderen bekleckerst. Oder wir begründen es damit, dass du die Wurst immer falsch aufs Brot legst oder mir immer ins Wort fällst. Such dir was aus. Ich will in Ruhe nachdenken.« »Aber wo hast du...« Leider öffnete sich ausgerechnet in diesem Moment die Tür des Lifts neben Knupinskis Zimmer und Omi trat heraus. Jetzt war die spindeldürre Dame schwarzhaarig. Das hieß, dass es ihr nicht gut ging. Unschlüssig blieb Omi im Flur stehen und starrte auf ihre Füße. Oder lauschte sie etwa? Durch die angelehnte Tür der Knupinskis drangen weitere Wortfetzen. Jeder, der sich momentan im Flur und auf der Treppe befand oder seine Tür nur angelehnt hatte, konnte das brisante Gespräch des uralten Ehepaars mithören. Minnie jedoch vernahm nur Satzfetzen, weil Knupinski seine Stimme senkte, sobald es spannend wurde. »Ja, es war«, kam es aus seiner Tür. »Jetzt erinnere ich mich genau, es war skandalös. Die Person, die ich heute gesehen habe, ist tatsächlich ein gefährlicher Mörder. Und dann begegnet sie mir auf einmal hier. Natürlich sieht sie ganz anders aus als damals, aber in diesem Fall kenne ich kein Pardon. Da kann sie sich noch so gut tarnen. Morgen lasse ich alles auffliegen, sobald ich mich erinnert habe, wo es war, als...«